Wir sind fokussiert auf gutes Essen, gutes Training und gute Termine. Das sind unsere drei Sachen, worauf wir jetzt gucken, und wir genießen die Sonne. Welcome to MePim 2024. Geiles Wetter auf dem Boot, was will man mehr? Wir sind jetzt hier wieder auf dem Boot mit Crossmann Group und sind echt froh, dass wir mit dabei sein dürfen. Ich hatte heute Morgen schon ein paar Meetings gehabt. Eines davon war sehr spannend mit einem Wettbewerber, will ich es mal nicht sagen, aber ähnliche Plattform aus dem Ausland. Da haben wir so ein bisschen diskutiert auch, aus den Nordics, also Norwegen, Schweden, Finnland, haben wir so ein bisschen diskutiert, was machen die anders als wir und so weiter. Der hat uns tatsächlich schon seit 2 Jahren auf dem Schirm und immer ein bisschen beobachtet. Wir selbst kannten den nicht. Er hat einfach cold eine E-Mail geschrieben, so hey Fabian, let's meet, MePim und so weiter. Und wir haben uns ausgetauscht. Hier stehen wir gerade vor unserem Boot. Sind wir auf jeden Fall richtig stolz drauf, hier einen Stand haben zu dürfen auf der Yacht und unsere Kunden hier empfangen zu dürfen. Und ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie die Tage so verlaufen. Hier liegt er aus. Der Off-Market Immobilienreport 2024 ist auf jeden Fall ein geiler Mehrwert drin, würde ich empfehlen mitzunehmen, und ich nehme jetzt auch einen mit für den Termin jetzt gleich. Ich sitze hier jetzt mit Corvin Tolle auf der MePim, er ist schon ein bisschen länger am Immobilienmarkt aktiv als ich jetzt, und wir versuchen jetzt mal rauszufinden, ob es irgendwelche Geschäftsmodelle gibt in den letzten Jahren, die Krisen überlebt haben, und oder irgendwie, ob es ein Muster gibt, was halt gut funktioniert langfristig und was nicht so gut funktioniert langfristig. Hi Corvin. Danke für deine Zeit. Fabian, danke für deine Zeit und schön, dass wir uns hier wieder getroffen haben. Ja, ebenso. Jetzt ist ja ein bisschen casual freitags hier auf der MePim, muss ich nur kurz Bescheid sagen. Die verlangen nicht mal mehr Eintrittskarten vorne heute, deswegen sind wir da ein bisschen lockerer und aufgetreten heute. Corvin, du bist ja seit 1999 am Immobilienmarkt als Makler, ist das richtig? Ja, eigentlich seit 1995, aber meine richtige Berufskarriere habe ich ab 99 angefangen. Ab 99, also 95 bis 99 war so nebenher. Ja, da war ich Student, war ich dann noch, und habe dann schon zwar in einer Immobilienfirma gearbeitet, ja. Da war ich nochmal in Amerika ein halbes Jahr. Und dann 99 habe ich in Berlin angefangen zu jobben, und ja, seit 2000 bin ich eigentlich immer in dem Unternehmen, in dem ich heute noch bin. Okay. Und probiere, tolle Immobilien zu verkaufen. Ja, tolle Immobilien verkauft, tolle Immobilien. Genau, tolle Immobilien verkauft, tolle Immobilien. Es gab so 3 Einschnitte, wenn ich mal zurück überlege. 2001, 2010, 11 so. Ja, also eigentlich sogar noch früher. 1998 ist in den neuen Bundesländern die Sonder-AFA ausgelaufen. Okay. Und um nach der Wiedervereinigung sozusagen Wohnungsbau zu fördern, hat man gesagt, auf die Baukosten kann man zu 100% abschreiben. Mhm. Und deshalb haben viele in den neuen Bundesländern investiert, und deshalb ließen sich Immobilien sehr gut verkaufen. Da war ich noch nicht dabei, leider, ja, aktiv. Aber als das Programm ausgelaufen ist, war der Immobilienmarkt damit tot. Okay. Und das ging dann, also in meiner Wahrnehmung, also hat man dann so von 99 bis eigentlich 2004 die Wohnimmobilien, egal was, ob ein ganzes Mehrfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung in Berlin, den Leuten hinterhertragen müssen. Mhm. Ich habe wirklich gesagt, hier bitte kauf. Ja. Und das hat geklappt, oder? Es war schwierig, aber die Preise waren auch im Keller. Und nochmal als Beispiel, so in der Mitte von Berlin, ob in Moabit oder Wedding oder auch in Neukölln, hat ein Haus damals vielleicht 400 € oder 300 € auf den Quadratmeter gekostet. Okay, ja. Und wenn man damit zur Bank gegangen ist, haben die gesagt, was wollen Sie damit? Das finanzieren wir nicht. Aber es gab auch einen Leerstand von 10% Wohnung. Und damals hatte man eher Angst, dass der Mieter auszieht, als dass der Mieter drin wohnen bleibt. Mhm. Das ist jetzt 30 Jahre später halt ganz anders. Ja. Okay, ja. Ja, okay, spannend. Und jetzt bei den Krisen, also wenn ich jetzt mal so drauf gucke, was da immer passiert, mhm, wenn der Markt zusammenbricht, heißt es ja als Bauträger, als Entwickler, als Makler, mhm, keine Transaktion findet statt. Genau, also jetzt sind wir so an einem Zeitpunkt, wo das Transaktionsgeschehen niedrig bis fast null ist. Ja, kommt ja immer so ein bisschen aufs Segment drauf an, aber wir sehen keine großen Portfoliotransaktionen. Wir sehen ein bisschen Bewegung im Logistikmarkt. Auch Eigentumswohnungen in Ballungsgebieten gehen wieder, aber in Berlin läuft es wieder ganz gut. Mhm. Aber ich habe jetzt irgendwie gehört, in Frankfurt sind im letzten Jahr irgendwie unter 100 Wohnungen verkauft worden. Ja? Mhm. Und das ist eigentlich für so eine Stadt viel zu wenig. Okay. Und früher war es halt so, es ist immer komisch, wenn man von früher redet, aber ja, man guckt immer gerne zurück und probiert zu vergleichen, was ist anders als heute. Und damals war es zum Beispiel in der Finanzkrise, wo die Lehman Brothers pleite gegangen sind und die Banken das Kreditgeschäft eingestellt haben.
war es halt so, dass nur das Kreditgeschäft eingestellt worden ist. Das hieß aber, dass die, die schon Geld hatten, und in Deutschland ist ja ein sehr sicherer Kreditmarkt, ja, das Hypothekengesetz schreibt vor, dass man auch immer Eigenkapital mitbringen muss. Da ging es ja nur darum, man konnte nicht irgendwas schnell wieder finanzieren bzw. Kredite refinanzieren. Jetzt sind wir in einem Markt, wo es ganz viele Baustellen gibt. Kredite sind schwer zu kriegen, Geld, was vorhanden ist, ist geparkt und will nicht wirklich investiert werden. Wir haben aber auch steigende Baukosten. Wir haben in Europa eine Gemengelage von Krieg vor unserer Haustür in der Ukraine bis hin zu Fachkräftemangel etc. Also der Blumenstrauß an Problemen ist jetzt viel größer geworden. Ja? Und jeder Marktteilnehmer kann sich eigentlich ein anderes Problem aus diesem Blumenstrauß rausnehmen und dafür sagen, deshalb mache ich es derzeit nicht. Und ich glaube, diese Situation hatten wir noch nie, dass wir so viele Probleme auf einmal hatten. Okay. Und ja, vielleicht, warum gehen wir auf so eine Messe? Weil wir wollen hören, was der Markt sagt. Ich habe mit vielen Banken gesprochen, ich habe mit Projektentwicklern gesprochen, ich habe eben noch mal mit einem Architekten hier gesprochen. Und jeder erzählt so seine Geschichte und daraus probiere ich mir ein Bild zu machen und probiere für mich als Unternehmer zu sehen, welches Produkt ist überhaupt noch nachgefragt, was wollen die Leute haben und zu welchem Preis muss ich es am Markt anbieten. Okay. Ja, das ist halt echt schwierig, aber wenn ich das jetzt so raushöre, so ein Bestandshalter zum Beispiel oder ein Bestandsentwickler, die haben halt ihre Mieteinnahmen und Cashflows weiterlaufen oder die haben jetzt nicht so die Probleme, weil ja auch die Mieten besser werden. Ja, also wenn ich ein Bestandshalter bin, der langfristig finanziert hat und sagen wir mal meine Finanzierung vor 5 Jahren gemacht habe und diese auf 10 Jahre ausgerichtet, dann brauche ich mir derzeit keine Gedanken zu machen, weil ich muss nicht refinanzieren. Wenn ich natürlich ein anderes Geschäftsmodell hatte, wo ich gesagt habe, ich finanziere auf Euribor-Basis, weil das Geld kostet mich derzeit nichts und ich gehe davon aus, dass wenn ich jetzt einkaufe, es relativ schnell weiterverkaufen kann und derzeit aber keiner mehr die Immobilie am Markt abnimmt. Ja, Problem. Ja, dann habe ich sehr hohe Kreditkosten bei gleichbleibenden Mieten, die ich wahrscheinlich nicht ohne weiteres schnell steigern kann und keinen Markt für das Produkt. Da habe ich ein Problem. Ja. Davon sehen wir derzeit einige. Ja, okay, das ist schwierig. Aber was halt auch noch so ist, die, wo jetzt in den letzten Jahren richtig einfach, schnell und viel Geld verdienen konnten, da geht es halt nichts mehr, die Modelle. Gerade so ein Grundstück entwickeln und weiterverkaufen fürs Doppelte nach dem Motto, das geht es halt nicht mehr. Da wird es keinen Abnehmer geben? Nee, aber die, wo jetzt halt gesagt haben, ja, so hey, ich mache mal eine Bestandsentwicklung, guck mal, dass ich auch einen guten Plan B habe. Die haben jetzt halt nicht so eine riesen Marge gezogen, aber dafür wird es auch keine Probleme. Nein, es wird immer die geben, die konservativ gerechnet haben, langfristig gerechnet haben, Namen, die in der Branche einen guten Ruf haben. Es wird Leute geben, die kurzfristig dazugekommen sind, weil sie gedacht haben, man kann in dem Marktsegment schnelles Geld verdienen. Ja. Die haben vielleicht auch sehr schnelles Geld verdient und gutes Geld verdient, aber die werden vielleicht auch nicht mehr hier sein. Ja? Wenn man jetzt hier mit Messeteilnehmern spricht auf der MIPIM, dann wirst du sagen, oh, der und der war nicht da, aber der und der war da. Ja? Und die haben wieder gerne mit dir geredet, weil sie auch sehen, dass es wieder neue Chancen gibt. Und die gilt es jetzt herauszufinden, aufzubereiten und dann an den Markt zu bringen. Und wie gesagt, mit 30 Jahren Markterfahrung, sage ich schon, es ist nicht so einfach wie früher, aber ich habe keine Angst davor. Ja, aber ich glaube, ich werde immer mein Geschäft machen. Und es wird auch wieder besser. Es wird auch wieder besser. Man muss einfach nur durchziehen, weil wenn man nicht durchzieht in den schweren Phasen, ist man auch nicht dabei, wenn es wieder losgeht. Ja, und das ist ganz gut, dann kannst du ein bisschen aufräumen mal in deinem Laden, deinen Kopf auch mal wieder ein bisschen klar machen, ein bisschen Fokus drauf. Ja, und dann wieder dealorientiert. Dann ist man First Mover in der neuen Marktzyklus dann. Ja, wir werden uns jetzt nicht neu erfinden, aber wir wissen, wer hat Geld, wer wird sich bewegen, auf wen können wir uns verlassen, mit wem kann man ein gutes Geschäft, einen guten Deal machen. Ja. Und da werden wir unsere Kompetenz, die wir in 30 Jahren am Markt erarbeitet haben, auch nutzen können. Ja, okay, sehr gut. Ja, Corbin, wie oft warst du schon auf der MIPIM? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so. Ich glaube, war erst mal so vor 10 oder sogar noch länger hier. Weil ich habe jetzt eine E-Mail gekriegt, hallo, du kannst den VIP-Bereich nutzen, weil du schon so oft auf der MIPIM warst. Ah, okay. Ja? Und habe ich nicht gemacht, aber ich war schon oft hier und ich finde es immer wieder gut, ja, weil die Gespräche, so wie wir jetzt auch ein Gespräch führen, sehr intensiv sind, weil hier sehr viele Marktteilnehmer sind, wo die Inhaber da sind, die CEOs, die Key Accounts,
Also du redest auf dieser Messe mit den obersten Entscheidungsträgern der Unternehmen oder den Entscheidungsträger schlechthin. Und das ist gut. Aber Fabian, wie oft warst du schon da? Ich war 4-mal da. Ja. Ich wollte 5-mal, aber das eine Mal wurde abgesagt. Das eine Mal wurde abgesagt. Da bin ich dann nicht gekommen. Ja, genau. Da bin ich nicht gekommen. Ja. Und das habe ich so beobachtet da. Also am Anfang, als ich das erste Mal hier war, waren noch viele aus Osteuropäer hier. Gerade stimmt, die sind alle weg, ja. In den Beachclubs, da ging halt ja, Champagner, Feuerwerk und so weiter. Da hat mal einer zu mir gesagt, was die eben bestellt haben, hat 40.000 Euro gekostet. Das werden wir dieses Jahr weniger gesehen haben wahrscheinlich. Ich habe es gar nicht gesehen. Ich war nicht so viel dort. Ich war nur kurz mal auf ein, zwei Terminen. Aber ich hab's gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob du sowas gesehen hast. Ich habe es gesehen, aber darauf wird ja nun immer eigentlich so die Branche dann runter reduziert. Ja. Man geht hier hin zum Champagner trinken, aber das ist ja nicht so. Ich meine, wir haben hier unseren Messeausweis intensiv genutzt. Ich war gestern Abend bis 20 Uhr auf dem Messegelände, habe mit Leuten gesprochen. Wie waren deine Gespräche? Ja, also meine Gespräche waren richtig gut. Dieses Jahr waren viel weniger Leute da, wie die letzten Jahre, hätte ich gesagt, vom Gefühl her. Und wir haben persönlich bessere Gespräche gehabt als jemals zuvor, weil wir besser vorqualifiziert haben. Damals, wo noch viel mehr Leute da waren, vor ein paar Jahren, im Vergleich zu jetzt, da bin ich einfach nur rumgelaufen, so just for fun mäßig und habe mir Eindrücke gesammelt. Und jetzt haben wir schon zielgerichtete Termine geführt und das war sehr, sehr, sehr gut. Mit Entscheidern gesprochen. Ja, siehst du, also auch du siehst, wie du dich in deiner Berufskarriere professionalisierst, ja, immer besser daran gehst, aber es auch nutzt, solche Termine und auf so eine Veranstaltung, um das zu machen. Und jetzt bist du ja auch in so einem Marktumfeld groß geworden, wo es eigentlich immer nur nach oben geht. Mhm. Also jetzt musst du dir ja vielleicht auch Gedanken machen, was mache ich in Zukunft anders? Ja? Was macht das mit dir? Also bei uns ist es ja so, wir haben ja angefangen mit Immobilienhandel und Vermietung. So kam ja auch die Idee dann irgendwann zustande von 7 Plus Club. Und das ist, also die vermieteten Objekte sind langfristig finanziert und laufen ganz entspannt durch. Wir haben da unsere Zinsen, unsere Tilgung, die Kaufnebenkosten oder die Betriebsnebenkosten, die wir zahlen, und da hat sich nichts verändert. Die Mieten gehen halt aktuell nach oben, weil das ja in Deutschland überall so ist. Das ist eigentlich ganz angenehm. Können wir ja die Mieten bei Neuvermietung anpassen. Ja. Beim Immobilienhandel, da haben wir eigentlich auch keine Themen gehabt. Wir haben ein, zwei Objekte, die kriegen wir gerade nicht von der Backe. Aber das ist schon auch anderen Grundlagen geschuldet, jetzt nicht dem Umfeld. Die waren halt günstig eingekauft, haben ein paar Objektprobleme. Müssen wir lösen erst. Und bei 7 Plus Club, tatsächlich spielt uns das auch teilweise positiv in die Karten. Klar gibt es Marktteilnehmer, die sagen so, hey, nee, gerade nicht, wir müssen auf unser Budget gucken und so weiter. Aber es gibt auch andere, die sagen, zum Beispiel vor 2 Jahren habe ich mit denen gesprochen, die sagen, oh, in München oder in Berlin, da kenne ich schon alle, ich brauche jetzt nicht noch externe Käufer oder Interessenten über 7 Plus Club. Die sagen jetzt, die kaufen nicht mehr, die Berliner, die Münchner, die ich kenne, die kaufen nicht mehr. Ich muss über den Tellerrand hinausschauen, brauche neue Investoren und da kommen wir ins Spiel, können die den bieten. Zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis, verhältnismäßig, ja. Und dann können die halt ihre Abschlüsse machen, die sie früher auch immer gemacht haben. Und genau deswegen, für uns ist es nicht unbedingt schlecht, jetzt was gerade passiert. Siehst du, also kommst du eigentlich mit einem guten Produkt rechtzeitig in den richtigen Markt, ja, wo wieder die Leute sich Gedanken machen können. Und das meinte ich damit. Ich muss mich neu erfinden. Ich muss vielleicht so ein Produkt wie den 7 Plus Club mir einkaufen, ja, um meine Produktpalette, meine Kundenansprache zu erweitern. Genau. Und das bewahrheitet sich immer wieder im Maklergeschäft. Ja. Ich muss 100 Leute ansprechen, damit sich vielleicht 10 interessieren und einer kauft am Ende das. Ja, klar. Ja. Und das kann ich mit deinem Produkt zum Beispiel erreichen. Und das ist gut, dass ihr das habt. Ja. Ja. Danke dafür. Ja, danke dafür, dass ihr es auch nutzt, erfolgreich. Ja. Das ist für uns auch immer wichtig, dass da gute Kunden am Start sind. Und genau, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch eine erfolgreiche ein erfolgreiches Wochenende. Die Messe ist ja schon vorbei. Ja, wir genießen jetzt hier noch, wir trinken vielleicht auch noch einen kleinen Rosé und dann lassen wir das ausklinken und freuen uns auf neue weitere Geschäfte. Und auf eine gute Miepe nächstes Jahr. Ja, ciao.